Dieses Video ist ein Re-Upload eines alten Let's Plays. Es könnten also Themen angesprochen werden, die nicht mehr aktuell sind, oder Aussagen getroffen werden, hinter denen ich heute nicht mehr stehe. Vielen Dank für euer Verständnis. Ich wünsche euch einen fantastabulösen guten Tag, meine lieben Drachen, und willkommen zu einem neuen Projekt, das da heißt Traumfänger. Ja, das ist jetzt offiziell das Nachfolgeprojekt zu Mad Father und das ist wieder ein RPG-Maker-Horrorspiel und wir starten einfach mal ein neues Spiel. Für einen Vater, dessen Kind stirbt, stirbt die Zukunft. Für ein Kind, dessen Eltern sterben, stirbt die Vergangenheit. Berthold Auerbach. New York, Grand Central Station, 3 Uhr. Ich habe nicht lange gewartet. Ich habe meine Sachen gepackt und bin losgerannt. Ich dachte, ich würde zögern. Doch das tat ich nicht. Keine Sekunde. Und da saß ich nun in dem Zug, der mich nach Hause brachte. Warum tue ich das überhaupt? Warum tue ich mir das eigentlich alles schon wieder an? Alles, was ich erfolgreich verdrängt habe, also was ich erfolgreich vergessen habe, holte mich vor genau einer Stunde wieder ein. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Oder nee, der Computer macht einfach nur einen komischen Punkt immer. Das Telefon klingelt. Alter, geh ran, das Telefon klingelt. Das Telefon klingelt! Geh ran! Geht doch. Hallo? Thomas! Deine Mutter, sie ist tot! Okay. Und da saß ich nun, in dem Zug, der mich nach Hause brachte. Sind wir dieser kleine Junge da, oder? Ich spiele das blind, weil Horrorspiele nicht blind zu Let's Playen ist scheiße. Das ist dämlich. Traumfänger. Wow, es verwischt. Okay, das sieht nach einer Beerdigung aus. Pünktlich zur Beisetzung meiner Mutter kam ich am Friedhof an. Mit meiner Tasche in der rechten Hand und einer schwitzig nervösen linken Hand beobachtete ich die Zeremonie aus einiger Entfernung. Ich kannte die Leute alle, aber ich wollte nicht groß auffallen. Schließlich ist eine lange Zeit vergangen, seit ich diese Leute das letzte Mal gesehen habe. Nachdem meine Mutter beerdigt wurde, sprach Pastor Callaghan mich an. Er bat mich, mit ihm ein paar Schritte zu gehen. Wie ging es dir all die Jahre, Thomas? Es gab einige Komplikationen. Aber wie man doch so schön sagt, ich bin am Leben. Das ist gut. Die Welt hat sich verändert, meiner Meinung nach nicht zum Besseren. Es hat sich viel verändern, seit du damals von hier weggegangen bist. Viel verändern, ja. Sie kannten die Situation von damals. Ich bereue nichts, was ich getan habe. Schließlich war es... Natürlich war es die richtige Entscheidung von dir, Thomas. Pastor Callaghan, erzählen Sie mir... Heute Nacht hat mich eine Frau angerufen, die mir sagte, dass genau das hier passiert ist. Haben Sie eine Idee, wer das war? Nun, das könnte jeder gewesen sein. Irgendeine Freundin deiner Mutter? Nein, die hätte doch was gesagt. Wie ist meine Mutter gestorben? Was ist überhaupt passiert? Hat es dir noch niemand erzählt? Nein, ich bin gerade erst angekommen. Bitte, ich muss es wissen.
Kurz vor Mitternacht hat dein Vater sie in ihrem Arbeitszimmer gefunden. Sie hat sich erhängt. Was? Wieso? Warum sollte sie... Thomas, das, was deiner Mutter widerfahren ist, ist grauenhaft und für alle Beteiligten nicht einfach. Beispielsweise für meinen Vater? Ich habe ihn nicht auf der Beerdigung gesehen. Ja, dein Vater ist seelisch zusammengebrochen, als er deine Mutter gefunden hat. Er liegt seitdem im Bett. Seine Augen sind geschlossen. Der Arzt meinte, er sei in einer Art Koma. Es geht ihm miserabel. Vielleicht sollte ich mal... Ein Versuch ist es wert, aber ich bezweifle, dass er dir antworten wird. Er wird dich vermutlich nicht mal hören. Und meine Mutter? Wenn sie wirklich Selbstmord begangen hat, hat die Polizei irgendwas gefunden? Einen Abschiedsbrief? Ein Testament? Und warum stehen wir die ganze Zeit im Regen? Nein, es gibt kein Testament. Wir haben einen kleinen Abschiedsbrief in der Küche gefunden. Er liegt dort immer noch. Thomas, wenn du Hilfe brauchst, hier ist meine Nummer. Du kannst mich die ganze Zeit anrufen. Danke, Pass. Nicholas. Nenn mich Nicholas. Okay, Nicholas. Es ist schön, dass du wieder zu Hause bist. Ja. Warum stehen sie die ganze Zeit im Regen und sind nicht sofort irgendwo hingegangen, wo es trocken ist? Es ist ein komisches Gefühl, wieder hier zu sein. Zu Hause. Zu Hause. Was heißt das eigentlich? Ich hörte mal, dass das Zuhause immer der Ort sei, wo man sich am wohlsten fühlen würde. Dieser Ort wäre es demnach nicht. Ja, jetzt sind wir hier und können endlich spielen. Es ist ein bisschen scheiße, dass das eben alles von automatisch weitergegangen ist. So musste man das halt auch in entsprechender Geschwindigkeit lesen. Gucken wir uns doch erst einmal um. Hallo, ist hier nicht die Tür? Hier ist doch die... Ah. Abgeschlossen? Hallo? Vater macht nicht auf. Ach ja, er liegt ja im Bett. Ich glaube, es gab einen Ersatzschlüssel für die Tür. Mutter hat ihn immer hier draußen irgendwo versteckt. Vater macht nicht auf. Vielleicht liegt es daran, dass er im Koma liegt. Aber ich glaube kaum, er hat einfach nur keinen Bock. So. Ich könnte dieses Fass verschieben. Fass verschieben? Lieber lassen. Warum sollte ich es lieber lassen, wenn ich die Möglichkeit habe? Ich verschiebe das Fass. Da ist ein Durchgang. So komme ich in den Hinterhof. Ja. Kann man diese Zeitung hier untersuchen? Ich kann übrigens nicht rennen. Hallo, ich will diese Zeitung untersuchen. Geht nicht. Da liegt eine Zeitung. Sie könnte irgendein wichtiger Hinweis sein, aber ich untersuche sie mal lieber überhaupt nicht. Dann, sagt irgendwas hier noch? Kann ich hier hinten wieder raus? Nein, da geht's auch nicht raus. Ist hier ein Hintereingang? Nein, ja. Können wir im Müll rumwühlen? Können wir auch nicht. Okay. Haben wir hier sonst irgendwie... Alter, das ist so schwer zu erkennen. Da ist eine Schaufel. Die haben wir jetzt gefunden. Müssen wir die irgendwo benutzen? Wahrscheinlich ist der Ersatzschlüssel vergraben. Unter dieser auffällig platzierten Blume vielleicht. Nein, oder hier. Hier, haben wir überhaupt ein Inventar? Wie öffnen wir es? Wie öffnen wir das Inventar? Ich hätte doch so gerne eine Erklärung, wie man das Inventar öffnet. Ich drücke jetzt einfach mal wahllos irgendwelche Tasten. Oh, man kann auch mit... Man kann mit J, H und irgendwelchen anderen Tasten gehen? Was ist denn das für eine Logik? Wie geht denn mit diesen Tasten?
Wie benutze ich denn das Inventar? Ich will das Inventar benutzen, Leute. Hat Mutter nicht hier immer einen Ersatzschlüssel versteckt? Man musste einfach Enter drücken. Mit der Schaufel könnte ich mal nachschauen. Hoffentlich ist er immer noch da. Hausschlüssel gefunden, okay. Jetzt gehen wir wieder rein. Jetzt können wir rein. Was heißt wieder rein? Warum bleibt er hier hängen? Was ist denn da? Ich habe diesen Aberglauben nie begriffen, aber Vater hat darauf bestanden, ihn hier aufzuhängen. Aber es reicht. Ich denke, er hängt lange genug hier. Er hang lange genug hier? Nein, er hing lange genug hier. Leute, auch wenn manchmal so ein paar Grammatikfehler drin ist, das Spiel ist an sich ganz gut. Die Tür ist nun offen. Ich habe das Spiel nämlich schon mal angespielt und ich muss sagen, es hat eine totale Atmosphäre. Hat sich ja kaum was verändert hier. Papa sollte oben sein, meinte Pastor Callaghan. Ich sollte mal nach ihm schauen. Okay. Können wir hier... Was haben wir hier denn alles? Hier ist eigentlich gar nichts. Ihr merkt schon, die Atmo ist richtig gut gemacht eigentlich. Ist hier der Brief? Das scheint der Brief zu sein von dem Pastor den Pastor Callaghan meinte. Ich sollte aber erstmal nach Vater schauen. Dann sehe ich weiter. Ja, ja, hier geht's schon wieder um irgendwie um den Vater oder sowas, ne? Genau wie in Mad Father. Wen soll ich anrufen? Pastor Callaghan? Ich soll jetzt gerade gar nicht an... Alter, dieses Geräusch! Ist ja schon mal selber erschreckenswert. Was ist das? Ein altes Bild von einem Ferienhaus, wo wir unseren Urlaub früher verbracht haben. Es liegt auf Long Island in New York. Ein schöner Ort war das. Ja, es sieht wirklich sehr schön aus, ja. Was ist hier? Lange ist es her, dass ich in diesem Zimmer geschlafen habe. Damals habe ich mir geschworen, nie wieder einen Fuß hierher zu setzen. So schnell kann man sich irren. So, jetzt haben wir unsere Sachen hier liegen gelassen. Können wir hier noch irgendwas... Mein alter Kleiderschrank, es sind keine Klamotten drin. Okay. Öffnen. Verschlossen. Die Schublade ist seit Jahren schon verschlossen. Ich habe den Schlüssel dazu irgendwann verloren. Vater hat sich nie um ein neues Schloss gekümmert. Ah, immer dieser blöde Vater. Da gab's doch noch mehr Auswahlmöglichkeiten, oder? Nichts machen, ach so. Auch untersuchen kann man das noch. Die Schublade ist zu. Oh Gott, nein, echt jetzt? Mein Mülleimer. Das ist mein Mülleimer, nicht einfach nur irgendeiner, es ist meiner. Das ist hier. Oh, natürlich, ein Klo. Es muss natürlich ein Klo geben. Es muss ein Klo geben. Ist logisch. Ich gehe jetzt mal gerade kacken. Nein, mache ich nicht. Dann, Ja. Gut, dann gehe ich jetzt mal da rein. Da ist der Vater. Da ist der Vater. Hallo, Vater. Ich bin wieder da. Okay, der Vater reagiert scheinbar überhaupt nicht. Öffnen. Ist da was? Untersuchen. Nur ein Telefonbuch. Öffnen. Es ist doch schon offen. Nichts machen. Der Kleiderschrank meiner Eltern. Ich würde ihn gerne öffnen, da sind die Unterhosen meiner Mutter drin. Ihh. Einige Familienfotos und Klamotten.
Hallo? Antworte doch. Papa? Papa, antworte doch. Dann, diesem Zimmer hier waren wir noch nicht. Verschlossen? Hallo, ist da jemand? Habe ich mir das eingebildet? Was? Ich hab nichts mitbekommen. Ich gehe dann nochmal jetzt... Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, den Brief hier zu untersuchen. Das scheint der Brief zu sein, den Pastor Kelligan meinte. Wenn du, mein Sohn, das hier liest, voller Schmerz und voller Hass, so lass mich deinen Weg Begleiter auf den steilen Treppen in den Himmel sein. In Liebe, Mom. P.S. erinnere dich an unsere kleinen Botschaften aus der Kindheit. Das ist alles? Sie hat nichts hinterlassen? Ich kann einfach nicht glauben, dass sie einfach einen Brief schreibt und alles so enden lässt. Irgendwas passt hier nicht zusammen. Was ist denn? Eine raue Stelle an der Rückseite des Briefes? Ich erinnere mich an eine Situation von früher. Mom, was hast du mir geschrieben? Verrat's mir. Nein, Thomas, das musst du schon alles selber herausfinden. Also, er hat als Kind natürlich auch schon so gesprochen. Woraus hat Mom immer die geheimen Nachrichten geschrieben? Diese geheimen Schreibstifte. Aber wie konnte man sich die Schrift dann lesbar machen? Womit nur? Alter! Ernsthaft? Dein Ernst? Was soll das? Warum musste das jetzt passieren? Okay. Ich glaube, ich suche mal, wie kann man speichern? Soll ich anrufen? Nein, sollst du nicht. Ich will einfach nur irgendwie speichern. Ich will doch nur speichern. Im Zimmer, glaube ich. Kann man da speichern? Ich meine, mich erinnern zu können, also als ich das angespielt habe, dass man im Zimmer speichern konnte. Alle Urkunden aus meiner Schulzeit, bin ich froh, nicht mehr zur Schule gehen zu müssen. Ach, ich auch. Mein altes Foto von meiner Geburtstagsfeier. Ich hänge es einfach hier zu meinen anderen Sachen. Speichern. Ja. Ich habe gespeichert. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, meine lieben Drachen. Bis denn, Leute. Ciao.